Hi, der ein oder andere wird vermutlich schon mitbekommen haben, dass sich hier bei der Gaubenfassade, welche anschließend noch mit Dämmplatten beklebt wird und anschließend verputzt wird, dass sich hier bei der Klingelanlage zwei Netzwerkleitungen ausgeführt hat, beziehungsweise eine Duplexleitung, wo das eine Kabel in Sicherungskasten geht für gegebenenfalls ein Klingeltrafo, sodass man eben zwei Möglichkeiten hat. Dass man beispielsweise, ich habe im Untergeschoss und Obergeschoss auch noch jeweils im Flur eine Unterputzdose freigelassen, wo man entsprechend dann Telefonkabel durchziehen kann, um entsprechend gegebenenfalls einen Klingelgong für die Unterputzmontage einsetzen zu können. Falls man das Ganze einfach mit einem ganz normalen Klingelknopf machen möchte. Aber ich habe hier auch noch die Möglichkeit, PoE zu haben. Das geht in den Netzwerkschrank, wo wir einen PoE-Switch haben werden. Ich habe gesehen, einige arbeiten hier mit diesem Power-over-Ethernet-System, sei es die Ring-Doorbell beispielsweise. Viele Kamerasysteme in der Umgebung, aber auch in der Stadt sehe ich von Reolink tatsächlich. Wir werden hier auch Reolink anwenden, Garage, Überwachungskamera, dann hier im Frontbereich, im Gartenbereich und, und. Bei mir zu Hause habe ich nämlich auch Reolink, einmal im Gartenhaus als Überwachung. Dann entsprechend auch noch draußen und so, auch für den Gartenbereich, alles Reolink, weil das einfach preis-leistungstechnisch richtig, richtig gut ist. Und jetzt hatten sie mir, ich wusste gar nichts davon, eine Sache zukommen lassen, in dem Fall jetzt eine Reolink Doorbell über Power over Ethernet, wo man entsprechend dann auf den Klingelknopf drauf drückt und dann auch ein Signal bekommt. Einmal hier in der Steckdose ein Soundsignal, aber auch noch auf dem Handy, egal wo man ist. Da ist jemand an deiner Haustür, sodass du entsprechend das entgegennehmen kannst, denjenigen sehen, ob es ein Postbote ist oder wer auch immer. Und hier ist ein Mikrofon eingearbeitet, ein Lautsprecher und so kann man auch von überall aus mit demjenigen kommunizieren. Und das wollte ich zu Hause einmal testen in meinem Zimmer, weil den PoE-Switch habe ich da, welcher hier in die Baustelle am Ende kommt. Genau, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das aussieht. Klar. Würde das hier jetzt die ganze Teleskopgerätedose nicht abdecken. Dementsprechend, wenn man das hier verbaut, müsste man hier beispielsweise auch noch so eine Edelstahl-Dekorplatte anfertigen lassen, gegebenenfalls rechts oder links auch noch mit einem Familiennamen eingeprägt und dass man entsprechend zwei Löcher hat, um das Schild, das Edelstahl-Teil hier ranzuschrauben, oben und unten an die Teleskopgerätedose und dann kann man entsprechend die Rückplatte davon auf die Edelstahl, auf die Platte draufschrauben und das dann anklicken und dann ist auch in Ordnung, dass man das quasi dann da drauf hat. Aber gucken wir an der Stelle zu Hause einmal. So, dann habe ich es mir hier mal ein bisschen bequem gemacht. Hier habe ich zum einen die Reolink Video Doorbell über Power over Ethernet. Dann ein PoE-Switch mit 8 PoE-Ports und 8 normalen Ethernet-Ports. Die PoE werden wichtig sein, da werde ich das dann mit einem Patchkabel direkt verbinden. Beim Netzwerkverlegekabel, so wie wir das auf dem Neubau haben, kann man auch einfach so einen Ethernet-Stecker drauf machen. Habe ich bei einem anderen Neubau auch gemacht, die mit einer Ring-Doorbell gearbeitet haben. Funktioniert einwandfrei, wenn das an beiden Enden einfach so mäßig verbunden ist. Genau, und dann habe ich hier noch mein Handy. Und ich hoffe, dass es mit der Reolink-App funktioniert, die ich sowieso schon installiert habe, wo ich die ganzen Überwachungskameras und so weiter sehe. Und wenn ich dann auf den Knopf drücke, dass ich dann hier direkt benachrichtigt werde, dass jemand vor der Tür steht und man das dann entgegennehmen kann und so weiter. Oder man geht halt so zur Haustür und macht auf, wenn man gerade zu Hause ist. Packen wir das erstmal aus. So, den Siegel hier, den habe ich an der Stelle schon aufgeschnitten, damit es hier ein bisschen zügiger geht. Und dann können wir das hier einmal so aufklappen, haben dann entsprechend hier ein paar Sachen drin, bestimmte Bedienungsanleitung und so weiter. Genau, aber auch, ich glaube, so eine Schablone, ja, wenn man das jetzt an die Wand macht, dass man sich hier das erstmal über die Schablone mit den Bohrlöchern entsprechend anzeigen lässt. Hier ist nochmal vom PoE-Switch die Verbindung, auch geht über die PoE-Kameras und so weiter von Reolink. Und ja, eine komplette Bedienungsanleitung, QR-Code für die App und in unterschiedlichen Sprachen. Und dann haben wir hier einmal, so sieht das Ganze aus, mache ich schon mal die Schutzfolie ab von der Kamera. Hier sehen wir auch Mikrofone zum Beispiel oder Mikrofon und Lautsprecher in dem Fall. Oder ich glaube, das hier unten ist der Lautsprecher tatsächlich. Und hier hat man einfach so zwei Mikrofone links und rechts daneben. Dann Power-Button, der ist auch tatsächlich beleuchtet.
Und genau eine SD-Karte, vermutlich um diese Videogeschichten aufnehmen zu können, also abspeichern zu können, Micro-SD-Karte und ein PoE-Port und eine Reset-Taste in dem Fall. Und den Rest gucken wir dann gleich. Naja, wie auch immer, machen wir an der Stelle weiter. Hier haben wir natürlich auch noch das für den Innenbereich mit einem Lautsprecher, um das in die Steckdose zu stecken. Der kommuniziert dann und wird dann entsprechend ein Signal abgeben, wo man hier auch noch diverse Tasten hat, um die Melodie umzustellen, um die Lautstärke umstellen zu können und Einstellungsmöglichkeiten noch vornehmen zu können. So viel dazu. Dann kann man das hier einmal abheben und dann haben wir hier einmal ein mitgeliefertes Patchkabel in dem Fall. Dann noch solche Einzeladern für diverse Verbindungen, zwei Stück. Ah, hier haben sie sogar eine Micro-SD-Karte mitgeliefert. Das ist richtig, richtig gut. Kann ich gleich gucken. Ah, nee, kann ich jetzt schon sehen, dass es 64 GB ist. Dann haben wir hier noch Kabel und solche, um das zu verbinden entsprechend. Jetzt keine Vago-Klemmen, sondern die, die man aus Amerika häufig kennt, mit dem Innengewinde und so weiter, was man drüber schraubt. Dübel und Schrauben, um das Ganze zu montieren. Und hier haben wir die sogar aus Metall. Einfach um das beispielsweise als Montageplatte zu haben und dann das Gehäuse draufklicken zu können und so weiter. Und wenn man das bisschen winklig haben möchte, haben sie hier noch so einen Winkel mitgeliefert, um das entsprechend genau so an die Wand machen zu können oder umgedreht, je nachdem in welchen Winkel die Kamera gucken soll. Auch richtig interessant. Und das wäre es eigentlich. Also die Sachen, die hebe ich auf jeden Fall in der Form auf. Je nach Gegebenheiten kann man das dann entsprechend einbauen. SD-Karte direkt reinmachen und den Rest gucke ich dann am Ende. Genau, macht einmal Klick, SD-Karte ist drin. Ah, hier hinten haben wir noch einen QR-Code, den ich eventuell beim Einrichten und so weiter einscannen muss. Und dann gucken wir einfach mal. Das Ding ist, ich werde mal in dem Fall tatsächlich den QR-Code einmal scannen, um zu gucken, ob das im Endeffekt dieselbe App ist, welche ich schon drauf habe, dass ich das einmal öffne. Hier komme ich jetzt auf RioLink.com in dem Fall, werde auf den Apple Store. Genau ist die normale RioLink-App, die ich schon drauf habe. Die kann ich einfach in dem Fall öffnen. Verbindet sich auch schon mit den Kameras, welche wir entsprechend draußen haben und hat schnell aktualisiert. Ich kann hier zwischen den Kameras auch switchen. Wir haben hier mehrere und die Live-Ansicht direkt starten und so weiter. Aber gut, lassen wir das mal mit der App in dem Fall so offen. Hier auch schön mein Gartenhaus beispielsweise. Jetzt aktualisiert der gerade. Genau, so ist der Stream jetzt geladen. Naja, aber darum soll es auf jeden Fall nicht gehen. Das packe ich mal beiseite. Das hier wird noch wichtig werden. Und ich würde sagen, ich klemme das einfach mal an der Stelle tatsächlich jetzt an. Über Power over Ethernet. Ich stecke einmal den Switch hier in die Steckdose rein. Kann das Gerät dann direkt verbinden und dann gucken wir einfach mal, was er sagt. So leuchtet es jetzt in dem Fall schon mal. Und jetzt pulsiert der blau und nicht mehr weiß. Und ich probiere einfach mal ein neues Gerät irgendwie hinzuzufügen. Der findet die ja in der App auch immer ganz gut. Das geht ja hier beispielsweise über dieses Plus ganz bequem. Und jetzt kann ich hier einen QR-Code an der Stelle scannen. Gerät wird hinzugefügt. Jetzt fragt er auch, ob das entsprechend so verbunden ist und so. Nächste verbindet sich mit dem Gerät.
Und so ist es eigentlich. Nee. Das Ding ist, ich mach's mal unter realen Bedingungen und verbinde das PoE noch mit dem Router. Und dann sollte das funktionieren. So, einfach das eine Ende am LAN-Anschluss. Und hier müsste eigentlich egal sein, kann ich hier auch auf einen normalen Anschluss drauf gehen. Und dann probieren wir das Ganze einfach nochmal mit der Verbindung. Jetzt Laden des Konfigurations fehlgeschlagen. Sieht aber schon mal anders aus. Jo. Jetzt hat er ihn gefunden. Jetzt kann ich hier alles eintragen. Also PoE muss es mit drauf sein vom Router her und dann ist gut. Perfekt. Reolink Video Doorbell. Genau. Und so kann man das jetzt anzeichnen. Ja, Foto brauchen wir dafür nicht. Ah, doch, das wäre oft zu. Naja, stecken Sie jetzt das Ding in die Steckdose rein. Also hier rechts daneben. Leuchtet auch blau. Ja, und dann kann ich weiter die Türklingeltaste drücken. Hat geläutet. Jo, hab ein Feedback erhalten. Stromversorgung über Ethernet, zack, zack, zack. Alles richtig, jetzt kann man es auf 1,2 Meter und so weiter mit dem Bereich alles entsprechend festdübeln. Gibt dir nochmal eine komplette Anleitung und dann ist fertig. Jetzt müsste ich auch die Video-Doorbell entsprechend genau, hier habe ich sie jetzt. Live-Ansicht wird gestartet und jetzt kann ich hier rumschwenken. So sieht das Ganze aus, hier mein Gesicht zum Beispiel. Auch eine gute Kameraqualität. Hab hier Lautsprecher zum Tippen. Muss man aber erlauben. Aktiviert sprechen. Ja, jetzt mit Rückkopplung und so. Ja, ich mach das mal aus, weil Rückkopplung hat man, aber es funktioniert auf jeden Fall hier durch das Mikrofon dann das Sprechen hören und man hört auch, wenn jemand anderes was sagt. Sofern man hier einen Ton angemacht hat. Ja, jetzt höre ich es hier auch aus dem Handy raus. Aus dem Handy raus, aus dem Handy raus. Hallo? Auch entsprechend mit Rückkopplung und so weiter, aber so kann man jetzt hier alles einstellen, sehen und machen. Und ich muss mal gucken, hier kann man noch Einstellungsmöglichkeiten machen. Ja, einfach unterschiedliche Töne. Macht da zweimal und dann hat er sich korrigiert und dann hängt das hier beispielsweise, man drückt drauf. Ah, ich mach mal hier mit der App, ich mach die App mal aus. Also im Hintergrund. Beziehungsweise ich kann die eigentlich auch komplett ausmachen, glaube ich. Zack, wegwischen. Wenn ich jetzt drücke. Da, Real Visitor from Reolink, kann ich draufklicken. Und dann sehe ich auch schon, ich werde benachrichtigt, hat auf jeden Fall vibriert das Handy. Und zeigt mir eine Benachrichtigung an, kann ich auch noch Ton einschalten und alles mögliche. Und so funktioniert das Ganze intuitiv. Richtig nice. Ja, man kann sogar auch einstellen, dass beispielsweise, wenn er jemanden detektiert als Person, dass man direkt benachrichtigt wird, kann man aber entsprechend auch alles abstellen, wenn man das entsprechend nicht möchte. Im Endeffekt aber funktioniert alles unter realen Bedingungen so, mit dem PoE-Switch und alles Mögliche verbunden ist richtig gut. Ich denke, wir werden auch auf so eine Lösung zurückgreifen. Ja, werde ich in der Videobeschreibung verlinken, wenn ich es finde. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.